Die Biochemikerin René Schröder hat das Buch »Die Erfindung des Menschen« geschrieben. Darin kommt der Homo sapiens, also wir, nicht besonders gut weg. Ich habe das folgende Gespräch mit ihr auf ihrem Bauernhof geführt. Kurt Bauer. Ja, moin, grüß Gott. Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen. Ja, schön, dass Sie da sind. Und ich würde mal gerne so sagen, Frau Dr. Schröder, Sie haben das Buch geschrieben, Die Erfindung des Menschen. Ja. Und Sie haben darin einen Begriff gewählt, der Ungustel. Also der Ungustel ist viel zu wenig. Mhm. Der ist verrückt, der ist wahrscheinlich ungeliebt, der Psychopath, durch und durch ein Psychopath. Und hat wahrscheinlich keine sozialen Kontakte, die ihn irgendwie befriedigen. Die ist nicht vorauszusagen, wenn die Leute ja alle lügen, vor allem der Lavrov lügt ja auch und der Putin die Lüge, die haben ja eine Scheinwelt. Und wenn er sagt, er greift die Ukraine nicht an und tut sie trotzdem angreifen, kann man überhaupt nicht. Und der ist wahrscheinlich, kommt nicht zurecht im eigenen Land, weil den Russen geht es ja wirklich schlecht. Also man sieht, 1900 war die Lebenserwartung unter 40 in Europa, jetzt ist sie bei 80 und in Russland ist sie bei 60, also Russland. Mhm. Und die Reich-Arm-Schere ist ja unerträglich. Ich meine, das kenne ich von meiner Kindheit in Brasilien. Das sind korrupte Länder, weil ohne Korruption entstehen nicht solche Scheren. Und ja, dem ist wahrscheinlich alles egal. So, wie geht es Ihnen, wenn Sie in die Ukraine schauen, mit dem Widerstandswillen? Finde ich super. Also finde ich echt super, dass die Leute sich wehren. Weil wenn sie sich nicht wehren, kommt das Nächste und das Nächste. Das heißt, man muss dem Putin den Widerstand leisten. Das Problem ist, wenn man ihn zu sehr in die Enge drückt, dann wird er wahrscheinlich ausflippen. Aber ich hoffe einfach, wenn er den Atomknopf drücken will, dass die Leute ihm nicht folgen. Weil er ist ja nicht allein. Allein kann er ja nichts machen. Er muss eine riesige Gruppe haben. Und dass da einer ein Glied der Kette sozusagen die Kette unterbricht, könnte sein, dass es dann nicht zum Schlimmsten kommt. Wie sehen Sie denn die Rolle Österreichs im Moment? Also ich bin eigentlich vom Nehammer positiv überrascht, muss ich sagen. Ich finde auch die Diskussion mit der Neutralität Österreichs finde ich auch okay. Ich finde, es ist nicht der Moment, jetzt anzufangen, ob Österreich der NATO beitreten soll oder nicht. Also das ist einfach nicht die Zeit dafür. Und neutrale Länder finde ich gut. Ja. Also Österreich hat sicher eine sehr wichtige Rolle gehabt als neutraler Staat. Was hätten Sie für 3 Wünsche für Österreich jetzt in der Krise? Dass der Putin heute tot umfällt. Das wäre mein Wunsch für die ganze Welt. Für Österreich, dass die Leute sich mehr Gedanken machen, was Wahrheit ist und was Glaube ist. Und wir auch für die Ukraine, oder? Hilfsbereitschaft unterstützen. Ja, das finde ich gut. Also ich werde es auch habe jetzt schon aufgenommen, eine junge Dame, die ist aber noch nicht da. Eine 25-Jährige, die im 5. Monat schwanger ist aus der Ukraine, die hängt aber noch an der russischen Grenze. Die ist vermittelt worden, ich kenne sie nicht, aber die hätte eigentlich gestern einziehen sollen bei mir in Wien. Da habe ich noch ein freies Kinderzimmer und wir warten sie jetzt für Freitag oder Fein. Donnerstag. Ja. Fein. Da habe ich auch einen Afghanen wohnen, bei meiner Wohnung in Wien. Dann denke ich mir, einen afghanischen Flüchtling und einen ukrainischen Flüchtling. Vielleicht verstehen sie sich und helfen sich gegenseitig und davon bin ich überzeugt. Passt. Ja. Danke. Gerne.